Ja, wir waren bei diesem herrlichen Bonobo gewesen. Das zweite Video von heute ist am Laufen. Schaut euch das erste an, die gehören zusammen. Ja, dieser Bonobo, der steht für dieses Cradle to Cradle von dem Professor Braungart, glaube ich, heißt er. Oder Baumgart? Braungart? Naja, spielt keine Rolle, könnt ihr ja googeln, ne? Cradle to Cradle. Ja, also das heißt null Abfall. Ja, wenn der stirbt, geht er wieder dahin zurück und ist dann die Nahrung, die Nahrungsgrundlage, damit die Nahrungspflanzen wieder herrlich vitalstoffreich werden. Ja, und herrlich viele sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe beinhalten, ja, und so weiter, ja. So, aber eben, wie gesagt, derjenige, der sozusagen Beerdigungsutensilien, also der auf die, den, also der verrückte Händler, der auf die irrige Idee gekommen ist, vor 170.000 Jahren sozusagen, dass Menschen angeblich bestattet werden müssten, der diesen Irrtumsgedanken hatte und den mit all seiner Händlermacht in die Gehirne der Bevölkerung hineingepumpt hat, ja, der hat einfach mehr Umsatz machen können, der konnte einfach mehr Produkte verkaufen, weil er jetzt auch für die Toten Waren verkaufen konnte, ja. Und deswegen, also die freie soziale Marktwirtschaft zerstört alles, die macht alles kaputt, alles wird blödsinnig. Und diese freie Marktwirtschaft, davon will uns, die will Dr. Markus Krall uns mit seiner bürgerlichen Revolution, diesen Schrott will er uns noch hundertfach schlimmer andrehen, sozusagen. Ja? Wie gesagt, das ist extrem gefährlich. Ja? Schauen wir weiter. So, jetzt haben wir uns diesen Bonobo angeschaut. Ja, hier, das macht nochmal deutlich das Bild, so die Gruppenorientiertheit dieser Affen, die Selbstverständlichkeit des Miteinanders. Und noch einmal, diese Affen sind alle nackt, da trägt keiner Kleidung, da ist keine freie soziale Marktwirtschaft, die dahin terrorisiert, sich auch bei herrlichstem Wetter sozusagen etwas anziehen zu müssen. Was für ein Wahnsinn, ja? Ne? Ja, und hier dieses liebevolle, der Körperkontakt, die Selbstverständlichkeit des Körperkontaktes, das hat uns alles, die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall schon drastisch geraubt, und das möchte er, dass sie uns noch weiter raubt, denn er will die freie soziale Marktwirtschaft sozusagen, den totalen wild gewordenen Raubtierkapitalismus will er uns geben. Ne? Und ja, dann. Hier sieht man, wie herrlich. Noch einmal, diese Affen sind nackt, die tragen keine Kleidung. Genauso wie wir kleine Härchen auf der Haut haben, haben die halt etwas längere Härchen, ne? Und wir haben ja auch langes Haupthaar, und man sieht, dass auch rein in der Natur auch die richtig schön sein können, als kämen sie gerade vom Friseur. Wir brauchen keinen Friseur. Wir sind von Natur aus. Für unsere gegenseitigen Augen sind wir schön. Für die sind für sich gegenseitig schön. Und Menschen, so wie sie die Natur geschaffen hat, sind für sich gegenseitig das Schönste, was es gibt. Das wäre doch schwachsinnig. Machen noch mal hier klar, Evolution. Ja, machen wir uns noch mal die Evolution klar. Stellen wir uns hier vor, hier wäre eine Sorte Mensch, eine Mutante sozusagen, da würden die Menschen vor 400.000 Jahren sich nicht einfach so schön finden, wie sie sind. Also zum Beispiel hier stellen wir uns vor, eine Löwenfrau würde den Löwenmann mit seiner herrlichen langen Mähne nicht sexy finden. Was würde passieren bei so einer Mutante? Der Löwenmann hat ja keine Möglichkeit, sich zu rasieren, ja? Der würde sozusagen, diese Löwen würden aussterben, weil die Attraktion zwischen Mann und Frau nicht funktioniert. Also in der Evolution entwickeln Lebewesen also immer die Attraktion, wenn sie sich nackt begegnen sozusagen. Und vor 400.000 Jahren waren die Menschen wohl im Wesentlichen nackt, denn wir waren vor 400.000 Jahren alle noch in Afrika. Also es gab keine menschenähnlichen, keinen Homo erectus. Ah, halt.
halt, Vorsicht, es gab vielleicht schon den einen oder anderen Homo erectus außerhalb von Afrika, denn da gab es ja schon frühe Homo erectus Auswanderungswellen, aber alle, wir alle stammen ab von den Homo erectus, die in Afrika geblieben waren, die vor 300.000 Jahren zum Homo sapiens, den Homo sapiens abspalteten, das sind wir. Und wir Homo sapiens haben Afrika erst vor 100.000 Jahren ungefähr plus minus ein paar zigtausend Jahre verlassen. Also das heißt, vor 400.000 Jahren waren alle unsere Urgroßmütter und Urgroßväter alle noch in Afrika. Und wenn wir uns dann nicht im nackten Zustand sexy gefunden hätten, Männer und Frauen und auch Frauen und Frauen und so weiter, wie bei den Bonobos, die ja zu 100% wo die Frauen zu 100% bisexuell sind, und es spricht vieles dafür, dass Menschen von Natur aus, wenn sie nicht terrorisiert würden durch die freie soziale Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall, dann wären sie auch völlig unverklemmt und wären auch die Frauen in unserer Welt hundertprozentig bisexuell, ne? Und weil das auf bestimmten Evolutionsprinzipien beruht, warum sich so etwas evoluiert. Und der Löwenmann und die Löwenfrau, wenn die sich nicht ohne jeglichen Eingriff maximal sexy finden würden, ohne Rasieren, ohne Ganzkörperrasur und, ja, wären diese Mutanten ausgestorben. Übrig bleiben immer die Mutanten, die sich total sexy finden, ohne jeglichen Eingriff, ja, ohne jeglichen Eingriff. Und die breiten sich dann in der Evolution aus, können viele Kinder hinterlassen und bestimmen die Art. Und der Genpool der Art besteht also aus Genen, die maximale sexuelle Attraktivität geeicht ist auf das Bild der gegenseitigen nackten Körper sozusagen. Und jetzt kommt aber, jetzt denken wir das Bild wieder neu, jetzt kommt also ein Tauschhändler, ein Händler hier, der also einen gewinnbringenden Irrtum irgendwie ihm einfällt und der eben dann sagt, nein, also Männer, das ist ja hässlich, dass die so Bärte haben, das muss rasiert werden, das muss geschnitten werden und so. Ich habe zufällig so Haarschneideinstrumente dabei, da könnt ihr bei mir kaufen, das ist doch eklig und hässlich. Überall in der Welt rasiert man sich, das ist doch unanständig, diese Bärte da. Und außerdem Männer, bei den Frauen, die Frauen finden euch nur sexy, wenn ihr rasiert seid und so weiter. Und schon kann dieser Händler mit seinen gewinnbringenden Irrtümern wieder einen Konsum-Sucht-Terror löst er aus und zwingt uns dazu, unsere natürliche Körperbehaarung zu stutzen und zu malträtieren mit Rasierapparaten und Geräten und so weiter. Und der kann wieder mehr verkaufen als der stirbt aus und der konkurriert den aus, der macht viel mehr Umsatz und konkurriert den aus, zwingt den nach einigen Generationen macht sein Urenkel, hier ist der Händler, hier ist der Sohn, hier ist der Enkel, hier ist der Urenkel und der Urenkel macht seinen Laden zu und damit ist die Sache ausgestorben, weil er dem Konkurrenzdruck dieses Händlers, der uns also mit gewinnbringenden Irrtümern zum Kaufen von völlig schwachsinnigen Produkten anheizt. Ja? Mittlerweile wissen wir genau aus der Forschung zum Beispiel, dass die Intimrasur, dass also die Menschen sich sogar die Genitalbereiche rasieren, ja? Weil eben irgendwelche Händler das zur Mode gemacht haben, weil sie dann schöne Rasierapparate und Rasierutensilien verkaufen können, dass das ungesund ist, dass man kriegt mehr Infektionen im Vaginalbereich und so weiter, kriegen Frauen mehr Infektionen, wenn sie ganz rasiert sind. Denn diese Haare haben eine wertvolle Schutzfunktion und so weiter. Also völliger Wahnsinn. Alles. Und diese verrückte soziale Marktwirtschaft,
wo wegen des Profites und wegen des Kohlemachens sozusagen sich gewinnbringende Irrtümer ausbreiten und wir alle einer unendlichen Gehirnwäsche ausgesetzt werden, die uns in jeder Hinsicht denaturiert sozusagen. Das will Dr. Markus Krall um den Faktor 100 noch verschlimmern. Ne? Also das will er uns noch mehr auf den Hals setzen. Deswegen so extrem gefährlich. Ja, also schauen wir uns nochmal, bewundern wir nochmal die natürliche Schönheit dieser Naturmähne und Haare. Und genauso wie dieses, ich weiß nicht, ob es ein Affenweibchen ist, dieses Weibchen dieses Männchen schön findet, so finden nackte Männer, naturbelassene Frauen maximal schön, wenn sie nicht durch irgendwelche Gehirnwäschen sozusagen manipuliert wurden, in das Gegenteil, damit sie möglichst viel konsumieren und kaufen. Und alles, was konsumiert wird, erhöht den CO2-Ausstoß, liebe Fridays for Future, und ist deswegen schädlich fürs Klima. Ja? So, dann machen wir doch das Bild mal weg. Ne? Und hier so, das sieht ja fast menschlich aus, dieser edle Affe. Ne? So, da, also, ja, und ein herrliches Fell, ja, und so weiter, und lange Haare und so weiter, ja, und wir müssen uns künstlich rasieren, ne, und so weiter, ja, und Ganzkörper rasieren, und was für ein Wahnsinn, das ist das Teufelswerk der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall mit seiner bürgerlichen Revolution, ne. Ja, hier auch nochmal diese ja, und hier noch einmal dieses Selbst, dieses Liebevolle, dieser ständige Körperkontakt zwischen Mutter und Kind. Ja, wir legen unsere Kinder in den Kinderwagen, dann klotzen wir ins Smartphone, verweigern dem Kind, dem Baby den Augenkontakt mit der Mutter und klotzen ins Smartphone und erzeugen damit sozusagen sozial schon gestörte Kinder und so weiter. Ja, und hier ist die Selbstverständlichkeit des ständigen Körperkontakt zwischen Mutter und Kind und so weiter, ja. Das ist hier, guck mal, das sieht man, das ist ein sehr altes Kind schon, ja, aber selbstverständlich, also über viele Jahre hinweg bleibt dieser Liebeskörperkontakt zwischen Mutter und Kind bestehen und so weiter, ja. Und das hat uns diese freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, geraubt und hat uns damit die Massenüberbevölkerung erzeugt, ja, denn wenn hier die Händler, ja, die Händler, die jetzt zum Beispiel Kleidung verkaufen wollten, ja, oder so, also wenn dann, oder umgedreht, der Händler, der zufällig den Irrtumsgedanken entwickelt, dass man doch scheiße aussehen würde, schlecht aussehen würde, wenn man keine Kleidung tragen würde und so weiter, und der entsprechend in diese Richtung Gehirnwäsche macht, Modeterror macht sozusagen, ja, dann, Der hat dann einfach unheimlich viel Kleidung verkaufen können, wurde erfolgreicher als dieser Händler und hat den dann auskonkurriert und zum Aussterben gebracht, sodass der ausgestorben ist wie die Dinosaurier und zumindest als Händler, nicht als Mensch, aber als Händler ausgestorben ist und seinen Beruf an den Nagel hängen musste, sein Urenkel, ja. Und hier, ja, der hat dann also unheimlich viel verkauft, aber dadurch, dass er eben die Menschen dann also sozusagen auch die Menschen verklemmt gemacht hat, Nacktheit sozusagen abgelehnt wurde, dadurch sozusagen entstand die ständige Kleidung tragen, dadurch war der Körperkontakt zwischen Mutter und Kind durch Kleidung schon mal, durch also quasi ein Kondom, ein Ganzkörperkondom, die Kleidung als Ganzkörperkondom war also quasi Trend, den liebevollen Kontakt zwischen Mutter und Kind, und das führt dann zur hormonellen Veränderung, nämlich dass der Körper signalisiert, es ist ja gar kein Kind mehr da, dann schaltet der Körper auf Empfängnisbereitschaft und dann kommt es zur Überbevölkerung, nämlich zu vielen Kindern. Ne? Und wenn dann noch irgendwelche Händler, ja, wenn dann zum Beispiel wenn dann ein Schamane, ja, nehmen wir uns an, hier ist wieder der wahrheitsorientierte Schamane, der keinen Umsatz macht und der irgendwann seinen Laden schließen muss, und hier ist
der ein Schamane, der zufällig einen Irrtum entwickelt, einen Irrtumsgedanken, einen gewinnbringenden Irrtum entwickelt. Ja, errare humanum est, Menschen denken, also quasi Menschen denken jeden Quatsch irgendwann mal, aber das Entscheidende ist, ob man damit ein Geschäft machen kann oder nicht. Ja? Und wenn dann irgend so ein Händler nur mal irgendwie so einen Quatsch denkt, so einen Irrtumsgedanken denkt, wie hier so ein Schamanenhändler, ja, der denkt also so, ja, sozusagen, ja, zum Beispiel den Gedanken, ja, da wird so ein Kind in der Krippe geboren, ja, und das ist behindert. Und die Naturlebewesen, ja, also wenn das Kind behindert ist, wird das einfach ausgesetzt, wird einfach von der Mutter nicht angenommen. Ne? Ganz natürlich. Und dann, wir könnten ja als Menschen dann dem Kind eine Ölung mit Morphium zum Beispiel geben, sodass das völlig glücklich und glückselig einschläft und stirbt. Ja? So, und in der Natur, also das behinderte Kind. Und jetzt kommt aber dieser Schamane, sozusagen entwickelt irgendwie zufällig den Irrtumsgedanken. Denn wir müssen immer denken, am Anfang steht immer der zufällige Irrtum. Mutationen sind zufällig, also Mem-Mutationen auch. Ja? Also memetische Mutationen sind genauso zufällig wie genetische Mutationen oder Mem-Mutationen sind genauso zufällig wie Genmutationen. Ja? Und dann greift die Selektion an. Also immer steht erst der zufällige Irrtum. Denn der Mensch, denn dieser Schamane, der könnte ja nicht damit leben, wenn er denken würde, dass er die Menschen betrügen würde. Nein, er entwickelt nur zufällig einen Irrtum, dann wird er dadurch extrem erfolgreich und dadurch breitet sich der Irrtum mit seinen Familienmitgliedern aus, ja? Und mit seiner erfolgreichen Dynastie aus, ja? Also noch einmal ganz langsam, damit ihr das auch verstehen könnt. Weil ja diese völlig neue Art, richtig wissenschaftlich zu denken, ja für die meisten Menschen völlig fremd ist. Also nochmal langsam. Also er entwickelt den Irrtum, dass es unschicklich sei, behinderte Kinder auszusetzen, sozusagen. Den Irrtum entwickelt er und breitet diesen Irrtum mimetisch so lange aus in den Gruppen, in den Kommunen, dass die Menschen sozusagen hier und die Menschen, die vor 400.000 Jahren natürlich schon total menschlich aussahen, ja, wobei die Schamanen, wir sind jetzt wahrscheinlich im Bereich 170.000 Jahre, vor 170.000 Jahren ungefähr plus minus, ja, in diesen Bereichen ist ja auch der Schamanismus wahrscheinlich erst entstanden, ja. Und da ist es dann so, dass die Menschen da sowieso schon total menschlich aussahen, ja, schon so wie heute fast schon bald aussahen. Und auch schon lange nackt waren, also wenig, also wir haben ja noch Fell, aber eben sehr wenig Fell, ne? Und und wenn er jetzt die beeinflusst, also die Menschen vor 170.000 Jahren beeinflusst, vielleicht habe ich ja hier noch ein Bild von Menschen. Ach nee, das war's schon mit den, da habe ich gar kein Bild mehr. Na gut, dann lassen wir es gut sein. Also, dann, er erzählt also ständig, dass es doch unschicklich sei, diese Kinder auszusetzen, dass es doch irgendwie unmoralisch sei und irgendwie schlecht sei und dass wenn Kinder ausgesetzt würden, dass das doch teuflisch wäre, obwohl ja der Moses, Bibel, Altes Testament, Moses schwamm auf dem Nil, weil seine Mutter ihn ausgesetzt hatte. Weil es eben, das zeigt eben, dass sogar damals noch es ganz selbstverständlich war, Schluck Wasser, dass man Kinder, die irgendwie nicht passten, aussetzte. Ne? Das ist Natur, das ist ein natürliches Verhalten. Ne? Und dann kommt der und sagt, nein, ihr seid moralisch viel höherwertiger, wenn ihr jedes Kind überleben lasst. Und dann passiert einfach automatisch Folgendes. Dann werden behinderte Kinder geboren und der Schamane wird gerufen, und wird bezahlt, also bekommt Tauschhandelsprodukte und wird bezahlt für die Betreuung und Behandlung der behinderten und kränklichen Kinder.
Dadurch kann er selbst viele eigene Kinder ernähren und dann entsteht eine Schamanendynastie, eine Ärztedynastie, die überall die neue Ethik und die neue Moral verbreitet, dass das Natürlichste von der Welt, das Aussetzen von Kindern, besonders von behinderten Kindern, die irgendwie nicht passen sozusagen, dass das als unmoralisch und unethisch erzeugt wird, ja, sozusagen im Rahmen dieser sozialen, freien sozialen Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall sozusagen. Und dadurch sozusagen macht dieser Händler, dieser Schamanenhändler einen riesen Profit und riesen Gewinn. Und die Menschen leiden schrecklich, denn sie müssen sich jetzt ständig sind sie umgeben von kranken Kindern, von behinderten Kindern oder sie kommen in Hungersnöte und so weiter, weil sie Kinder ja groß werden lassen, die zu Nahrungsengpässen führen, weil es einfach ein Maul zu viel ist, ein Mund zu viel ist, ein Esser zu viel ist. Und dadurch werden die Probleme riesig und all diese Riesenprobleme will Dr. Markus Krall mit seiner bürgerlichen Revolution um den Faktor 100 noch verschlimmern. Ne? Und auch er ist als Irrtumsträger, ist er auch garantiert, geht er nicht mit der bösen Absicht ran, uns allen zu schaden, sondern er glaubt wirklich, das wäre gut für uns. Und das macht ja gerade seine Ideologie so gefährlich, seine antiwissenschaftliche, antinaturwissenschaftliche, pseudowissenschaftliche, pseudo-volkswirtschaftliche Ideologie ja so gefährlich, ja. So, dann gehen wir mal weiter. Ja, ich glaube, das war's mit den Bildern. Jetzt gehen wir mal in den Text weiter. Gehen wir mal hier hin. Ja, das Bild gefällt mir jetzt besser und dann. Ach so, ich kann ja mal zwischendurch kurz das Bild reinschieben, damit man mal klar ist, sind die echten Wissenschaftler. Das sind die The World Council of Wise People, die zweiten Scientists for Future 2. 24 Professoren und Doktoren, dabei eine ehemalige Bundesministerin. Das sind die Leute, die wirklich was davon verstehen, wie die ideale Gesellschaft aussieht. Ne? Das müsst ihr studieren. Und also nochmal, gehen wir mal weiter. Dr. Markus Krall will ja vieles ändern in seiner neuen Verfassung. Ja? Also zum Beispiel will er das gesamte demokratische System verändern. Er will zum Beispiel, dass nur noch die etwa 18 Millionen Menschen der Bevölkerung, 18 Millionen Menschen von 80 Millionen Menschen sollen nur noch wahlberechtigt sein. Also nur noch die Menschen, die keine Subventionen und so weiter. Also will quasi letztendlich so, dass ungefähr ein Drittel der Menschen, also nur noch die Menschen, die in die Staatskasse einwirtschaften, ja, sozusagen, die sollen überhaupt noch aktives und passives Wahlrecht haben, alle anderen nicht mehr. Ja, also jeder Mensch kann sich dann entscheiden, will ich Staatsleistungen erhalten, will ich Staatsdiener sein, will ich Gelder vom Staat beziehen, Subventionen, Transferleistungen beziehen. Verliere ich das aktive und passive Wahlrecht für die nächsten Jahre. Und oder ich bin reiner Einzahler in die Gemeinschaft hinein und dann habe ich Wahlrecht, volles Wahlrecht, ja. So, dann jetzt will ich aufzeigen, das ist alles völlig unnötig. Wir würden also so das Prinzip sozusagen der Wissenschaft ist einmal Occam's Razor, also sozusagen so einfache Erklärungen wie möglich, wissenschaftliche Erklärungen für die Dinge sollten so einfach wie möglich gehalten werden. Immer die einfachste Möglichkeit sollte gewählt werden der Erklärung und nicht die hyperkomplizierte. Und da genauso müssen wir das Prinzip sagen, wir sollten an der Gesellschaft so wenig ändern wie möglich und nur so viel wie nötig. Und das, was Dr. Krall anregt, ist völlig überflüssig. Ist überflüssig wie ein Kropf. Denn was passiert, wenn wir also sozusagen einfach anstatt
von Volksentscheiden. Ich habe auch früher noch gedacht, dass es vielleicht sinnvoll sein könnte, ja Volksentscheide, wie es Dr. Markus Krall fordert, massenhaft einzuführen. Wir brauchen die höchstens mal, bei manchen wenigen Dingen kann man die vielleicht wirklich einführen. Da bin ich schon auch dafür. Da sind auch die zweiten Scientists for Future 2 dafür. So weit, so gut. Aber weiter geht's im nächsten Video, ne?